Schönen guten Abend. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Europaclub Live mit dem Thema europäische Klimapolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Corona-Pandemie überschattet derzeit fast alles oder eigentlich alles, aber der weltweite Klimawandel bleibt trotzdem nicht stehen und macht keine Pause. Umso wichtiger sind daher entschlossene globale, europäische und nationale Anstrengungen, die ineinandergreifen, um dieser enormen Herausforderung gemeinsam begegnen zu können. Aber wo stehen wir bei der Umsetzung einer europäischen Klimapolitik? Wie sozial verträglich ist diese bzw. kann diese sein? Und welche Widersprüche gibt es und welche Hürden gilt es zu meistern auf dem Weg zu einer Klimaneutralität in Europa? Wie realistisch sind die von manchen als zu ambitioniert bezeichneten europäischen Klimaziele angesichts der dramatischen Folgen der Corona-Pandemie? Über diese und weitere Fragen diskutieren wir gleich in einer ganz spannenden Runde, die ich kurz vorstellen möchte. Herzlich willkommen, Carol Dischburg. Schöne Grüße von Wien nach Luxemburg. Schön, dass Sie mit dabei sind. Carol Dischburg ist Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Schönen guten Abend, Leonore Gewessler. Leonore Gewessler ist Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Österreich. Und herzlich willkommen, Martin Sellmayr. Martin Sellmayr ist Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien. Mein Name ist Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und gemeinsam mit Martin Sellmayr führen wir über die nächsten 60 Minuten ein Klimagespräch mit den beiden Ministerinnen. Falls Sie Fragen haben, falls Sie Anregungen haben oder uns Kommentare schicken möchten, bitte zögern Sie nicht, gerne via Facebook, via Twitter oder via YouTube, und wir werden versuchen, diese dann einzubauen. Die nächsten 60 Minuten sollen so interaktiv wie möglich werden. Schnattin? Ja, lieber Paul Schmidt, liebe Frau Gewessler, liebe Frau Dischburg, herzlich willkommen zu dieser Debatte auch von meiner Seite an dieses tolle Panel. Europäische Klimapolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zur Einordnung ein paar Worte vorweg. Wir sind etwas mehr als 5 Jahre nach der Unterzeichnung des historischen Abkommens von Paris. Das haben viele damals nicht für möglich gehalten, dass Europa das, und das war eine europäische Leistung, das vorangetrieben hat, nicht nachgegeben hat, trotz vieler Rückschläge, und dieses Abkommen erzielt hat. Und wir stehen jetzt etwas mehr als 15 Monate hinter dem Beginn einer europäischen Kommission, die gesagt hat, wir wollen das Ziel der Klimaneutralität in den Mittelpunkt der Arbeit der nächsten 5 Jahre auf europäischer Ebene setzen. Die Europäische Kommission, die am 1. Dezember 2019 ihre Tätigkeit aufgenommen hat, hat den EU Green Deal als eine der wichtigsten Prioritäten aufgestellt und dabei unter anderem das Ziel formuliert, dass die Europäische Union spätestens bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden will. Und normalerweise, wenn die Kommission solche Ziele formuliert, dauert es sehr lange, bis man irgendwelche Fortschritte macht. Aber erstaunlicherweise war das so gut vorbereitet, dass wenige Wochen danach der Europäische Rat, die 27 Staats- und Regierungschefs, sich auch aufgrund vieler Unterstützung in den Mitgliedstaaten zusammengetan haben und gesagt, wir unterstützen grundsätzlich dieses Ziel. Auch hier bleibt es meistens in Europa aber zunächst einmal bei den Zielen, bevor es konkret wird. Und deshalb hat die Europäische Kommission nicht nachgelassen, sondern im März des vergangenen Jahres, am 4. März genau gesagt, diese Ziele in einen ganz konkreten Vorschlag für ein europäisches Gesetz, ein europäisches Klimagesetz gegossen. Ein Gesetz für einen gesamten Kontinent. Und in dem, wenn wir ernst machen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2015, wir natürlich für die kommenden Jahre sehr viel mehr Ehrgeiz hineinbringen mussten und Geschwindigkeit bringen mussten. Und die Kommission formuliert da unter anderem das Ziel, dass wir bereits bis 2030 die CO2-Emissionen in Europa um mindestens 55% reduzieren wollen. Ich erinnere mich noch damals, das war am 4. März letzten Jahres, die Pandemie begann damals, wir gingen gerade in die ersten Lockdowns in Europa, wie viele sagten, das ist ein schönes Ziel, das werdet ihr nicht erreichen. Dann kam die Pandemie,
Dann sagten viele, na, das werden wir nicht schaffen. Wir haben jetzt einen Aufbau zu erledigen nach Corona. Und es gab Gegenwind auf einmal. Und aber es gab auch viele Verbündete für dieses Ziel, die am Ende sich durchgesetzt haben und gesagt haben, ja, richtig, wir haben wegen Corona die Wirtschaft in ganz Europa runtergefahren. Wir müssen sie danach mit viel öffentlichen Investitionen wieder rauffahren. Wir wollen aber nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, sondern jetzt einen grünen und digitalen Wandel einleiten und dafür auch sehr viel gemeinsames Geld ausgeben. Und dieses Ziel, das finanzielle Ziel, aber auch das Ziel, mindestens 55% CO2-Emissionen bis 2030, hat wiederum im Dezember, das passiert immer im Dezember im Klimaschutz, wahrscheinlich weil da die Köpfe etwas kühler sind, im letzten Dezember haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Staaten darauf geeinigt, dass sie sich hinter dieses Ziel stellen. Auch das etwas, was man wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht so für möglich gehalten hat. Und die Europäische Kommission, wir sind ja immer diejenigen, die nicht das Kleingedruckte so genau lesen, sondern vor allem die Unterstützung für das Gesamtziel, haben deshalb sofort begonnen, dieses Ziel auch in weitere Gesetzgebungsvorhaben zu gießen und prüfen zurzeit die gesamte EU-Gesetzgebung unter der Überschrift Fit für 55 darauf, dass wir tatsächlich das Ziel bis 2030 erreichen, mindestens 55% der CO2-Emissionen in Europa zu reduzieren. Da gibt es eine Vielzahl von Gesetzen, die jetzt in diesem Sommer vorgestellt werden, die zurzeit mit Ministern, Stakeholdern, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Umweltbewegungen diskutiert werden, von der Erweiterung des Emissionshandels bis hin zur Verschärfung der Gesetze bei der Energieeffizienz, bis hin zum Thema Green Finance, das wir sicher gleich noch diskutieren werden, und bis hin zur externen Dimension. Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass Europa das nicht alleine kann. Wir haben Ende dieses Jahres eine Klimakonferenz in Glasgow und wir erwarten, das ist das europäische Ziel, dass sich da andere Kontinente, andere Staaten unserem ehrgeizigen Ziel, unserem 2050-Ziel und vielleicht auch anderen Zielen anschließen werden. Und im Gesamtpaket haben wir auch noch die Biodiversität dabei, denn wir haben festgestellt, als Lehre aus der Corona-Krise, die Vernachlässigung der Biodiversität schafft andere Krisen. Die Corona-Krise kann man darauf direkt zurückführen. Und deshalb ist das Ziel der Europäischen Union im Sinne der Nachhaltigkeit bis Ende dieses Jahres auch eine ehrgeizige UN-Konvention im Bereich der Biodiversität zur Unterschrift zu bringen, die mindestens ebenso ehrgeizig ist wie das Pariser Abkommen. Auch da sagen viele zurzeit, das schaffen wir nicht. Aber im Bereich der Klimapolitik, der Umweltpolitik gilt der Satz von Ernst Bloch, Visionen brauchen Fahrpläne. Es gibt den viel gesagten Satz, dass es gegen die Klimakrise keinen Impfstoff gibt. Aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt einen Impfstoff, nämlich die gemeinsame europäische Entschlossenheit. Und deshalb freue ich mich, zwei besonders starke Vertreter dieser gemeinsamen europäischen Entschlossenheit hier auf unserem Panel in unserer Diskussion begrüßen zu können und freue mich auf spannende Gespräche, wie wir denn diese europäische ehrgeizige Klimapolitik Schritt für Schritt zur Wirklichkeit machen können. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Gespräch und mit der ersten Frage vielleicht an Leonore Gewessler. Martin Selmayr hat von Ambition gesprochen, von Ehrgeiz, von Geschwindigkeit, von Zielen, von Fahrplänen und ersten Gesetzen, die diesen Fahrplan definieren. Es soll die Volkswirtschaften sollen transformiert werden, sollen verändert werden. Die Struktur der Volkswirtschaften soll verändert werden in einer Situation, wo die europäischen Mitgliedstaaten besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie und der Gesundheitskrise eigentlich leiden. Und die Frage an Sie ist, wie realistisch ist es eigentlich, diese Ambition zu verwirklichen angesichts der riesigen, dramatischen ökonomischen und sozialen Verwerfungen, die auf uns zukommen? So, die kurze Antwort ist sehr realistisch und nicht nur sehr realistisch, sondern auch, glaube ich, dringend notwendig. Jede Krise ist eine Zäsur und wir leben sicher in der Zeit einer historischen Zäsur, die uns im Alltag fordert, die uns mit ihren Folgen noch länger fordern wird, im Wirtschaftsbereich, am Arbeitsmarkt, in der sozialen Frage, also in ganz vielen Bereichen. Aber umso wichtiger ist jetzt in dieser Situation der Zäsur, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und dass wir diese Zäsur jetzt auch nutzen, um die Weichen aufs Ziel hinzustellen. Und deswegen ist das, was Martin Selmayr am Anfang gesagt hat, nämlich dieses Kurshalten beim Green Deal, eine enorm wichtige Botschaft der EU-Kommission, diese Klarheit auch bei den Staats- und Regierungschefs, diese Klarheit im Umwelt- und Klimaministerinnenrat,
dass es genau jetzt das richtige Programm zur richtigen Zeit ist, weil Klimaschutz Zukunftsfähigkeit schafft, weil Klimaschutz Wettbewerbsfähigkeit schafft in der Zukunft, weil Klimaschutz Arbeitsplätze schafft, regionale Wertschöpfung schafft, also wirklich ein Win-Win-Programm ist für den Kontinent, für die Nationalstaaten und für unseren Planeten und damit unsere Lebensgrundlage. Da gibt es aber natürlich, ist das alles kein Selbstläufer. Also das ist, und ich glaube, da so realistisch müssen wir auch sein, mit dem Abschluss des Klimaschutzgesetzes, das uns dieses Ziel vorgibt, beginnt die Arbeit am Weg dorthin. Und wir werden in jedem einzelnen Gesetzesvorhaben, in jeder einzelnen Verordnung, in jeder einzelnen Richtlinie, in jeder einzelnen Durchführungsverordnung und alles, was uns sonst noch ansteht, einfach den Beweis antreten müssen, dass wir das nicht nur als Überschrift nennen, sondern auch in der Realität umsetzen wollen. Und ja, das bedeutet Veränderung. Veränderung heißt immer auch an Notwendigkeit, auch darüber zu reden, zu erklären, Bedenken zu hören, Sorgen mitzunehmen, aber klar zu bleiben in der Ausrichtung auf das Ziel hin. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe, vor der wir jetzt alle stehen, und in den Nationalstaaten auch stehen, genau das auch zu leisten als die Generation Politikerinnen und Politiker, die wirklich vor dieser historischen Verantwortung stehen, jetzt der Klimakrise etwas entgegenzusetzen, weil es geht um diese Jahre, es geht darum, dass wir jetzt die Weichen richtig stellen. Und das müssen wir jetzt, den Beweis müssen wir jetzt antreten, dass wir das auch ernst meinen, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir also nicht nur in einem Ministerium, sondern in ganz vielen Ministerien, dass wir alle Ebenen in dieselbe Richtung gehen, von den Gemeinden, Kommunen, Städten bis zur europäischen Ebene. Und das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Monate und Jahre. Aber ja, das ist realistisch, ja, das ist notwendig und ja, das ist vor allem eine positive Perspektive. Eine kurze Nachfrage dazu, wenn ich darf, weil Sie selber gefragt haben oder gesagt haben, dass das realistisch ist. Es gibt aber natürlich auch andere Meinungen, die meinen, dass die Zielsetzungen überschießend sind und dass immer härtere Auflagen dazu führen würden, dass das Produktion ausgelagert wird und dass damit dem Klima ein Bärendienst erwiesen wird. Ist das, wie gelingt da der Spagat zwischen einer, auf der einen Seite einer Klimapolitik, die zu den Zielen passt, aber auf der anderen Seite Produktion ermöglicht, Arbeitsplätze ermöglicht und sozialen Frieden sichert? Also wie kann diese Brücke geschlagen werden? Ich glaube, indem man es genau auch in diesem Dreieck diskutiert. Also wir brauchen die Ausrichtung auf das ökologische Ziel, das ist völlig klar, aber wir müssen das so machen, dass wir es wirtschaftlich vernünftig auf den Weg bringen und sozial gerecht auf den Weg bringen. Ich nehme jetzt zweimal dasselbe. Sozial gerecht, ein Beispiel, was wir heute gemacht haben, wir haben die Sanierungsoffensive, die wir auch aufbauend auf die Renovation Wave der Europäischen Kommission, die wir schon mit einem Rekordbudget dotiert haben, heute noch einmal um 100 Millionen Euro aufgestockt für die nächsten 2 Jahre mit einem speziellen Fokus auf einkommensschwache Haushalte, für die Investition in einen Heizkesseltausch, also raus mit der alten Öl- und Gasheizung rein in erneuerbares Heizsystem, einfach eine Investition ist, die es nicht stemmen können, also indem wir das mitdenken und hier zielgerichtet fördern. Und auf der anderen Seite, indem wir auch, und ich glaube, das so realistisch muss man einfach sein, wir stehen gerade in der Industrie vor großen Transformationsprozessen. Komplett neue Produktionsweisen, komplett neue Technologien, ob es in der Autoindustrie der Antriebswechsel zur E-Mobilität ist, ob es in der Stahlproduktion der Wechsel auf CO2-freie Stahlproduktion ist, das sind komplett neue Technologien. Aber wir haben bewiesen, wir können mit Technologie und Innovationsschüben uns auch global positionieren. Ich nehme gern das Beispiel des österreichischen Stahlkonzerns, der Voestalpine, die haben vor 70 Jahren mit dem Linz-Donawitz-Verfahren waren die Vorreiter, haben den Weltmarkt aufgerollt und genau dieselbe Aufgabe haben wir jetzt noch einmal. Und genau dieselbe Aufgabe wird uns aber sichern, dass wir in einer Zukunft, wo global, weil dieser Zug fährt global, das ist keine europäische Einzelidee, sondern das Pariser Abkommen ist global, wo der Weg hingeht zu grünen Produkten, grünen Produktionsweisen. Und da ist
der globale Wettbewerb, wenn man in dieser Wirtschaftslogik bleibt, noch nicht entschieden. Da können wir wirklich die Lokomotive sein für diese Entwicklung. Und nur die Chance müssen wir jetzt nutzen. Da dürfen wir nicht sozusagen uns scheuen, sondern die müssen wir mutig und ambitioniert, aber auch gemeinsam und mit der notwendigen Unterstützung auch angehen. Und dann geht's. Frau Diesburg, wenn ich da bei Ihnen fortsetzen darf. Frau Gewessler sprach schon an, Diskussionen mit Stahlunternehmen in Österreich. Das ist Ihnen ja auch nicht fremd. In Luxemburg liegt im Herzen Europas. Die Bürgerinnen und Bürger in Luxemburg muss man wahrscheinlich nicht überzeugen davon, dass wir das Klimaschutz eine europäische Aufgabe ist, dass sie grenzüberschreitend ist. Aber wie sind denn Ihre Gespräche mit der Industrie, mit denen wir sprachen ja gerade über das Spannungsfeld zwischen ehrgeizigen Zielen und Wettbewerbsfähigkeit. Was haben Sie die luxemburgische Stahlindustrie, die ja doch sehr wichtig ist für das Land, haben Sie die schon so weit, dass die sagen, ab morgen machen wir grünen Wasserstoff oder ist das noch weiterhin Überzeugungsarbeit? Erst einmal guten Abend und klar, es gibt immer Diskussionen mit den Wirtschaftssektoren, die von neuen Regelungen betroffen sind. Aber man muss halt sehen, in Luxemburg hat die Stahlindustrie schon sehr früh, schon in der Vergangenheit elektrifiziert, das heißt weg von Kohle. Es wurde auch schon deklariert, dass man eben bis 2050 auch klimaneutral sein möchte. Von daher würde ich mal sagen, dass in den letzten Jahren sich einfach im Bereich der Wirtschaft, und da gebe ich Leonore Gewessler einfach total recht, wenn wir in Europa, wir haben die einmalige Chance, wieder ins Lead zu kommen, wieder Vorreiterrolle zu spielen. Und ich glaube, eben gerade mit einer europäischen, ambitionierten Klimapolitik und in den letzten Jahren wurden da wirklich große Schritte nach vorn gemacht, die ich selber hatte ja das große Vergnügen, auch die Stimme von Europa mit sein zu dürfen mit der Kommission während der Pariser Verhandlungen. Und wenn ich jetzt auf die letzten 6 Jahre zurückblicke, die wir hinter uns haben, dann haben wir große Schritte nach vorne gemacht. Und das auch im Bereich unserer Wirtschaft. Und ich glaube, dass mittlerweile gerade die Industrie verstanden hat, wenn wir uns klug anlegen in Europa und gute Politiken, und ich meine, unsere Industrie ist an einen Emissionshandel gewöhnt, den wir über die Zeit verbessert haben. Wir haben gute Mechanismen und wenn wir da sektorübergreifend zusammenarbeiten, das heißt als Gesamtregierungen zusammenarbeiten und eben auch europäisch weiter hohe Ziele verfolgen, dann ist das völlig klar. Die Wirtschaft hat diesen weltweiten Wettbewerb aufgenommen, weil das Pariser Klimaabkommen war in der Hinsicht wirklich ein Game Changer, dass wirklich die ganze Welt sich auf eine gemeinsame Reise für eine klimafreundliche Zukunft und auch resilientere Zukunft gemacht hat. Und deswegen ist diese Krise für mich definitiv, es ist ein schwerer und einschneidender Moment. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben jetzt diese Chance nutzen. Die Gespräche, die in den letzten Jahren aufgenommen wurden, seitens der Kommission, seitens jedes Land, glaube ich, hat seine Foren, wo es diskutiert wurde, wie kommen wir Richtung Klimaneutralität. Luxemburg, ich gebe Ihnen gerne ein konkretes Beispiel. Bei uns hat der frühere Wirtschaftsminister bereits 2016/17 einen sehr großen Dialog mit allen Ministerien, aber vor allem auch mit der gesamten Industrie und Wirtschaft angefangen, den wir dritte industrielle Revolution genannt haben. Wir hatten einen Stargast, Jeremy Rifkin, wo wir deklariert haben, 2050 ressourceneffizient und klimaneutral, weil es geht wirklich einher, Biodiversität, Ressourcen zu schützen und klimaneutral zu werden und das Ganze eben auch noch sozial gerecht auszustaffieren. Und damals haben wir uns für die einzelnen Bereiche wie Kreislaufwirtschaft, wie Industrie, wie aber auch Mobilität oder auch Landwirtschaft Ziele gesetzt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sowohl mit der Zivilgesellschaft als auch mit allen wirtschaftlichen Akteuren einen konstanten Dialog fördert, ermöglicht. Und ich glaube, dass auch jetzt dieses europäische Klimapakt, in Luxemburg haben wir auch einen Klimapakt auf Gemeindeebene seit Jahren, seit 2012 wird es bei uns experimentiert. Jede Gemeinde ist mittlerweile Teil der Lösung. Die machen alle mit, auf kommunalen Ebenen eben Klimaschutz zu machen, investieren somit in effizientere Gebäude, geben eben in dem Sinne auch Hoffnung auf mehr Arbeitsplätze. Und ich glaube, es sind genau diese konkreten Schritte, wo man zeigt, das ist eben auch Arbeitsplätze fördernd und erhalten. Und wir brauchen ja diese Resilienz, wo man eben diese Klüfte, die es manchmal so in der Außendarstellung gibt, wo man die schließt, dadurch, dass man gegenseitiges Verständnis macht. Und ich glaube, so ein Klimapakt
wo man gerade diese Positivbeispiele hervorhebt, wird uns auch noch weiterhelfen, diese Dynamik zu fördern. Zumindest ist das das, was wir in Luxemburg in den letzten Jahren gemerkt haben. Es kommt weg von der rein politischen Diskussion auf Lokalebene hin zu, wer wird der Beste und wer bietet die beste Lebensqualität und die besten Zukunftsaussichten. Ich glaube, das ist das, woran wir alle interessiert sind, sowohl in der Politik als auch die ökonomischen Akteure und die Zivilgesellschaft, dass wir eben die bestmöglichen Chancen auf die Zukunft haben. Das können wir mit einer progressiven Klimapolitik auf jeden Fall hinkriegen. Frau Duisburg, wenn ich da auch noch nachhaken darf und vielleicht auch zu Frau Gewässer wieder zurückleiten darf. Frau Gewässer sprach ja eben auch die soziale Frage an, ne? Klimapolitik, die sozial fair gestaltet sein muss. Und wir haben hier gerade auf Facebook eine Frage bekommen, die ich gerade unter dieser Überschrift an Sie beide weitergeben möchte. Da sagt einer, ja, warum bauen wir dann eigentlich überhaupt noch Autobahnen? Warum investieren wir in Tunnel? Warum bieten wir dem Verkehr eigentlich überhaupt noch Fläche? Sollten wir nicht eigentlich mit dem Autoverkehr ganz aufhören? Was sagen Sie? Das ist ja eine häufig gehörte, das Auto ist ja bei vielen Europäern, das ist ja noch bei einigen noch wichtiger zu sein als die eigene Familie. Und was sagen Sie eigentlich den vielen, auf die auf den Pkw angewiesen sind, um zum Arbeitsplatz zu kommen, Frau Duisburg? Wie gehen Sie damit um? Weil Sie haben da sicher auch in der Regierung mit den Sozialpartnern da intensive Diskussionen, wie Frau Gewässer das natürlich auch haben wird. Was sagen Sie denen? Wie kriegen wir das sozial verträglich hin? Es können ja nicht alle von einem Tag auf den anderen aufs Auto verzichten. Darum geht es ja auch gar nicht in der Klimapolitik. Die Klimapolitik heißt ja auch innovativ und bessere Technologien. Wir werden sicherlich einen Stau nicht dadurch lösen, dass wir nur emissionsfreie Autos bekommen. Aber auch da gibt es ja europäische Gesetzgebungen, die helfen werden, die CO2-Emissionen im Bereich gerade der Mobilität zu senken. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Signal, zumindest als kleines Land. Es ist unheimlich wichtig, dass wir hier europäisch gemeinsam reagieren. Um kurz die Situation in Luxemburg zu beschreiben, Sie haben in der Tat ein sehr wichtiges Thema für uns angesprochen, weil 67% unserer Emissionen kommen aus dem Bereich der Mobilität. Wir haben in den letzten Jahren viel diskutiert, wie wir aus Pendler, oder? Auch viele Pendler. Das Phänomen nennen wir auch teilweise Tanktourismus. Wir haben das auch sehr genau untersuchen lassen. Und es ist völlig klar, dass wenn ganz Europa emissionsfreie Mobilität macht, die nicht mehr fossilbasiert ist, wird es keine nachhaltige Einnahme sein. Übrigens ein Thema, was sehr viele Länder ja auch, was wir vielleicht heute auch noch umschreiben werden. Und von daher haben wir uns im Bereich der Mobilität Strategien gemeinsam überlegt, zusammen mit unserem Transport- und Mobilitätsminister François Bausch. Und wir haben vor Jahren beschlossen, dass 2/3 der öffentlichen Ausgaben im Bereich von der Mobilität in sanfte und in öffentlichen Transport gehen. Das heißt, ganz konsequent investieren in Schienen, Tram, bessere Busverbindungen, damit überhaupt Alternativen entstehen. Das ist ja nicht eine Politik gegen etwas. Wir müssen Politiken machen für etwas, wo wir Leute motivieren und Möglichkeiten schaffen. Und es ist völlig klar, dass im ländlichen Raum einige der Bewegungen auch mit emissionsfreier Mobilität, wir fördern deswegen in Luxemburg ganz klar Elektroautos, aber eben auch Wasserstoff, weil man ja auch ein bisschen neutral sein muss und wir fördern auch ganz klar Fahrräder. Ich glaube, das macht ja Österreich eben gerade auch. Wir fördern Fahrräder, Cargo-Bikes, also das heißt den Umschwung in der Mobilität, den Leuten ermöglichen, so schnell es geht, umzusteigen auf emissionsfreie Mobilität. Das kann im ländlichen Raum der Weg mit dem Auto gemacht werden, aber eben auch ganz konsequent 2/3 der Ausgaben in Ausbau von Infrastrukturen, was ja übrigens dann auch wirtschaftsfördernd ist. Und dann neben den Beihilfen auch sehr klar, bei uns sind die Ladestationen ein dichtes Netz an Ladestationen für die Elektroautos und dann ganz klar im europäischen Level eben auch die Thematik der Batterien, wo es ja auch eine Menschenrechtsthematik, wie werden Batterien in Zukunft konzipiert, wenn wir mehr Elektroautos brauchen? Brauchen wir gute europäische Gesetzesgrundlagen, die auch den Konsumenten versichern, dass eben dieser Umschwung nicht auch neue Probleme mit beinhaltet. Und das ist völlig klar. In dem Sinne, Luxemburg ist das erste Land, was den öffentlichen Transport letztes Jahr völlig gratis gemacht hat.
Und in unserem Aufbauprogramm haben wir eben auch zum Beispiel, jetzt möchten wir, dass die Betriebe auch mitgenommen werden, wenn es in Richtung Shift, in Richtung emissionsfreie Mobilität geht, weil hier im Bereich Mobilität gilt es ja geht es ja hauptsächlich auch darum, dass wir wirklich aufpassen, wer sind denn alles Akteure für eine andere Mobilität. Und da hat man sehr viel Spielraum. Und ein letztes Element ist natürlich auch, dass wir im Bereich CO2-Bepreisung agiert haben und reagiert haben, einen CO2-Preis eingeführt haben, der einfach das Verursacherprinzip dann eben auch mit hineinbezieht. Das heißt, es ist auch ein Zusammenspiel zwischen attraktiven Alternativen und eben auch das Verursacherprinzip nach und nach besser anwenden in unserer Gesetzgebung, die dann den Shift hinkriegen. Also ich glaube schon, dass wenn ganz Europa konsequent in diesem Bereich, gerade was es im Bereich Infrastrukturen für öffentlichen Transport noch besser zusammenarbeitet, dass wir da noch sehr viele Schritte nach vorne kommen können. Also wir haben hier eine Vielzahl von Fragen, die uns da über die sozialen Medien zugesendet werden. Ich glaube, wir könnten die nächsten 3 Stunden noch damit verbringen, jetzt Fragen zu stellen. Ich freue mich, dass Sie alle zuschauen. Wir sind hier gerade in einer Runde mit Carol Tischburg aus Luxemburg, die luxemburgische Umweltministerin, mit Leonore Gewessler, Klimaverkehrsministerin und auch für Innovation zuständig in Österreich, Martin Sellmeier und ich. Wir stellen hier die Fragen und versuchen uns zu orientieren an dem, was wir da über die sozialen Netzwerke hineinbekommen. Zwischen Fragen, die lokaler, regionaler Natur sind, und Fragen, die europäische, internationale Natur sind. Und da sieht man eigentlich, wie das Thema alle beschäftigt und in den unterschiedlichsten Bereichen wirkt. Aber vielleicht zu dem, was Martin Sellmeier gesagt hat und auch weitergebend an die Leonore Gewessler. Also wie ist das jetzt? Dazu bekommen wir viele Fragen. Sollen jetzt Autobahnen weitergebaut werden? Soll man jetzt aufs Rad umsteigen? Soll man aufhören, mit dem Auto zu fahren? Wie ist das? Wie geht man mit Politikern um, die den Bau von Radwegen blockieren, weil sonst Parkplätze verloren gehen? Also hier geht es um die regionalen, lokalen Fragen, bevor wir dann wieder zu den großen europäischen, internationalen Fragen kommen. Aber ich glaube, die kann man auch im größeren Kontext diskutieren, weil die Frage, welche Infrastruktur wir bauen, das ist die Infrastruktur, die determiniert die Emissionen nicht für Tage und Wochen, die determiniert die Emissionen für Jahrzehnte. Und wenn ich mit den Kollegen, Kolleginnen aus anderen europäischen Ländern spreche, ich glaube, wir haben alle das Thema, dass uns der Mobilitätssektor die größten Sorgen macht in der Klimabilanz, weil es auch viel sozusagen an individueller Verhaltensumorientierung, ich nenne es einmal so, bedeutet. Nicht so dramatisch wie in Luxemburg, dass wir 67%, aber auch in Österreich ist der Verkehrssektor der, wo die Emissionen explodiert sind in den letzten Jahren. Und alle sagen, Umorientierung der Investitionen in den Sektor Bahn, in den Sektor öffentlichen Verkehr, in die aktive Mobilität, das ist eines der Kernthemen, das wir auch alle auf den Weg gebracht haben, glaube ich, auch in Österreich. Wir haben letztes Jahr das größte Bahnausbaupaket auf den Weg gebracht, das Österreich je gesehen hat. Wir investieren 17,5 Milliarden Euro in die Bahn, damit wir hier attraktivere Infrastrukturen haben. Wir sehen es, wenn das so ist, wie zum Beispiel auf der Weststrecke in Österreich zwischen Salzburg und Wien, da fährt niemand mit dem Auto, weil da ist man mit der Bahn einfach schneller. Es ist bequemer, man kriegt was zum Essen, man kann arbeiten, sich ausrasten, was auch immer. Also da geht es schon auch darum, attraktive Infrastruktur bereitzustellen. Und das heißt, es braucht eine Umorientierung in der Schwerpunktsetzung, ganz klar. Das zweite Thema ist trotz allem, so Infrastruktur entsteht nicht von einem Tag auf den anderen. Wir bauen ja in Österreich sehr viele der europäischen Großprojekte mit dem Brenner Basistunnel oder auf der Südstrecke mit Semmering und Choralmtunnel. Das sind ja riesige Projekte, die lang dauern, einfach zum Bauen. Aber wir haben schon jetzt sehr viele Möglichkeiten, auch trotzdem anderes Mobilitätsverhalten auszuprobieren. Und das ist eine, wir haben in der Corona-Pandemie sehr unterschiedliche Reaktionen gesehen, was die Mobilität betrifft. Es sind zugegebenerweise Menschen aufs Auto umgestiegen, die wir jetzt wieder zurückgewinnen müssen für den öffentlichen Verkehr. Aber wir sehen gerade in den Städten in Österreich einen Anstieg fürs Radfahren enorm. Wir haben in der Fahrradindustrie Lieferschwierigkeiten.
Und wir haben einfach schon jetzt ganz viele Wege, die kürzer sind als 5 Kilometer. Klassische Raddistanz, gesund, Bewegung, wo es einfach mal geht, das vielleicht mal auszuprobieren. Und das sind Dinge, die man jetzt schon machen kann, die man aber auch unterstützt. Deswegen erhöhte Förderung für die Infrastruktur, auch beim Fahrradfahren, auch bundesseitig wieder. Das haben wir verzehnfacht im letzten Jahr. Also das ist einfach wichtig. Wir kriegen die Mobilität, für die wir die Infrastruktur bereitstellen. Und deswegen ist es da so wichtig, dass man da national, aber auch auf europäischer Ebene gemeinsam auch in diese Richtung gehen. Und Mobilitätswende ist ein richtig dickes Brett. Das können die Kollegen, Kolleginnen, Verkehrsminister, Ministerinnen auch sozusagen, glaube ich, alle ein Lied davon singen. Daher das, was man als Einzelner immer da wahnsinnig gut dazu beitragen kann, ist aktiv zu sein, das einzufordern, den Radweg einzufordern. Weil wir brauchen einfach hier auch sozusagen das Signal, ja, auch wir in der Stadt, in der Gemeinde, auch wir wollen andere Angebote und wir wollen ein anderes Mobilitätsverhalten auch ermöglichen. Und ganz oft geht es einfach nur ums Ermöglichen, ums Steine aus dem Weg räumen, um hier einfach ja, die Möglichkeit zu bieten. Letzter Punkt, nur das unterstreichend, was Carol Dieschburg gesagt hat. Ja, wir werden auch, Österreich will 2040 klimaneutral sein, 2040 noch Auto fahren. Ja, aber deswegen geht es auch darum, dass wir so schnell wie möglich, so konsequent wie möglich den Weg hin zum emissionsfreien Antrieb, also zur E-Mobilität machen, unter sozusagen Berücksichtigung all der Faktoren, also nicht dieselben Fehler wiederholen, die wir im fossilen System gemacht haben, nicht geschaut, sozusagen, wie man hier Umweltauswirkungen auch in Produktion und in der bei den Rohstoffen oder bei der Erdölgewinnung auch wirklich so umweltverträglich wie möglich macht, die Fehler dürfen wir nicht wiederholen. Aber ja, wir müssen hier auch, was den Pkw-Bereich betrifft, eine Veränderung durchführen. Aber Mobilitätswende ist mehr als die 5 Millionen österreichischen Benzin- und Dieselautos durch 5 Millionen E-Autos ersetzen. Das wird das Problem nicht lösen. Wir brauchen wirklich eine andere Art der Mobilität, die darauf Rücksicht nimmt, wie ich so klimafreundlich, so bequem, so leistbar, so effizient wie möglich von A nach B komme. Darf ich da gerade noch mal einhaken, Frau Dieschburg hat ein luxemburgisches Problem angesprochen mit dem Tanktourismus. Das ist ja in Österreich auch nicht völlig unbekannt. Ist denn neben der Förderung alternativer Mobilitätsformen, geht es nicht auch bei der Klimawende darum, falsche Anreizsysteme abzuschaffen? Was ist denn mit dem Dieselprivileg beispielsweise? Ist das noch zeitgemäß in dieser Zeit? Gehört das nicht angegriffen in sozialverträglicher Weise? Klar, auch das hat Carol Dieschburg schon angesprochen. Die Frage in Richtung Kostenwahrheit gehenden, verursachergerechten Besteuerung fossiler, also der CO2-Emissionen, das ist natürlich etwas, was wir angehen müssen. Wir haben gerade das Tanktourismus-Problem ist auch in Österreich ein Problem, und zwar nicht nur ein Problem der CO2-Bilanz, sondern ein Problem am Brenner in Tirol, wo die Menschen einfach aufgrund der Transitlawine, muss man leider sagen, an der Belastungsgrenze sind, und zwar an der absoluten Belastungsgrenze. Und deswegen haben wir uns das auch vorgenommen in der Steuerreform. Wir sind auch gerade dabei, Steuerreform auf den Weg zu bringen mit CO2-Bepreisung 2022. Und da ist das natürlich Thema. Ich würde gerne, weil wir fast schon in einer Bürgersprechstunde hier sind, weil wir kriegen so viele Nachrichten da hinein, gleich. Was ich ganz wunderbar finde übrigens. Ja, ich glaube, wir müssen das fortsetzen, weil sonst verliere ich da den Überblick und die Orientierung. Aber ich würde gerne an die Frau Dieschburg hier ein paar Fragen weiterstellen, weil wir über die PKWs gesprochen haben als Emissionsverursacher. Und wir haben jetzt eine Menge von Nachrichten, die sagen, aber es gibt hier eine Vielzahl von anderen Emissionsverursachern. Wann werden die thematisiert? Was wird da geändert? Also zum Beispiel, nur um das beispielhaft zu bringen, CO2-Ausstoß der Viehbetriebe zum Beispiel. Wird das von Ihnen thematisiert? Beziehungsweise, ich meine, der Suezkanal liegt jetzt nicht in Luxemburg, aber hier ist die Frage, wie ist es mit Containerfrachter zum Beispiel und deren Belastung, deren CO2-Belastung, die ein Vielfaches von Millionen von Pkw ist. Und wie ist das als drittes Beispiel mit dem Emissionsverursacher
der grünen Technologie unter Anführungszeichen, also zum Beispiel dem Bau der Batterien von E-Autos. Sind solche CO2-Bilanzen eigentlich, sind solche Emissionen in die CO2-Bilanz eigentlich eingerechnet? Um nur drei Fragen beispielhaft zu bringen. Okay, ja, sehr wichtige Frage. Also natürlich, wir haben uns jetzt auf den Transportbereich konzentriert und für uns ist das auch ein sehr wichtiger Bereich. Ich will nur noch mal sagen, letztes Jahr haben wir CO2-Bepreisung beschlossen. Wir haben auch 2019 das erste Mal die Taxierung hochgesetzt, also Steuern hochgesetzt. Und ich kann berichten, dass letzten Monat der erste Monat war, wo wir mehr Elektroautos neu angemeldet haben, Elektro und Hybrid, als Diesel. Von daher zeigt das schon sehr klar, wenn Förderpolitik und eben klare Richtlinien im Bereich Verschmutzer- oder Verursacherprinzip kommen, dass die Leute durchaus auch mitgehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal. Und natürlich ist es so, dass, ich meine, dass jedes Land thematisiert das wahrscheinlich in seinen Klimadialogen, die im Kader von der Governance auf EU-Ebene vorgesehen sind, dass man eben die einzelnen Bereiche auch anspricht. Ist ja so, dass wir, also Luxemburg hat in seinem Klimagesetz eben gerade den Bereich auch nicht nur des Verkehrs, der Mobilität, sondern eben auch des Häuserbaus und der Industrie, der Energie, genauso wie Abfallwirtschaft und Landwirtschaft. Weil es ist völlig klar, wir müssen in allen Bereichen umdenken und die Landwirtschaft nehmen wir natürlich da nicht raus. Wir haben ja auch im Bereich der Landwirtschaft jetzt ein sehr, sehr kruziales Momentum, würde ich mal so sagen, weil wir arbeiten gerade alle gemeinsam mit unseren Landwirtschaftsministern an einer neuen europäischen Agrarpolitik und es ist völlig klar, ich meine, die Kommission gibt uns ja jetzt auch Rückmeldung aufgrund der ersten Analysen der Länder und das ist völlig klar, auch Luxemburg hat einen zu hohen Viehbesatz, wir haben sehr hohe Emissionen, wir haben eine hohe Nitratbelastung und im Bereich Biodiversität sind wir auch nicht auf dem guten Wege und das glaube ich, geht den meisten Ländern in Europa so, dass wir zwar sagen, wir sind Grünland, also Luxemburg sagt, wir sind Grünlandstandort. Wir haben natürlich in den letzten Jahren bereits angefangen, umzusteigen und klare Richtlinien auch gegeben Richtung Biolandwirtschaft. Aber man sieht sehr klar, es reicht noch nicht aus und im Umweltbereich ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und auch da gibt es ja einen Link im Green Deal, das Farm to Fork. Und ich glaube, genau diese Mischung, dass wir eben alle einzelnen Sektoren mit in diese Klimafrage mit reinnehmen und diese auch noch verbinden mit dem Bereich des Naturschutzes, der eben genauso wichtig ist, der Luftqualität, der Gewässer, des Gewässerschutzes. Da können wir wirklich Win-Win-Situationen machen. Sowohl unseren Landwirten, weil wir sehen ja parallel mit dem Schwund der Biodiversität und mit den höheren Klimagasen, sehen wir auch ein Wegfallen, zumindest in meinem Land ist das so, von sehr kleinen familiären Strukturen, die lokal gewirtschaftet haben, hin zu größeren und industrielleren Betrieben. Und ich glaube, dass das durchaus eine richtig große Chance sein kann, mehr Tierwohl, mehr auch wieder die Annäherung der Landwirtschaft an unsere Orte. Bei uns in Luxemburg haben wir das Problem, dass sehr viele Landwirtschaftsbetriebe aussiedeln, weil sie so größer werden. Der Kontakt zu den Leuten ist weniger. Und ich glaube auch für eben gerade diese Vernetzung mit den Leuten im Ort ist es sehr wichtig. Vernetzung wieder mit den Produktionen, mit den Produkten ist das sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir eben eine andere Landwirtschaft promovieren. Da gibt es sehr viele tolle Beispiele in Wasserschutzzonen bereits, wo Kooperationsverträge sind. Und ich glaube, dass wenn wir eben gerade jetzt die gemeinsame europäische Agrarpolitik da ganz genau nochmal gucken, wo müssen wir denn hin und wie kriegen wir wieder dieses Gleichgewicht besser hin, dass wir dann auf jeden Fall diese Chance nicht verpassen dürfen. Deswegen Viehbesatz ist bei uns ein großes Thema, was auch gerade im Bereich Vieh, wie möchten wir künftig Extensivierung, Landnutzung, wie kriegen wir das alles überein, dass die Landwirtschaft, die ja auch sehr unter dem Klimawandel
leidet. Das sind ja die Ersten, die betroffen sind von Wetterextremen. Wie kriegen wir es hin, dass die auch resilienter werden, wieder glücklicher werden und dass auch Tierwohl wieder ein größeres Thema ist? Und das, da haben wir jetzt die Chance, das gemeinsam zu regeln. Aber auch wiederum da ist die europäische Rolle eine sehr, sehr wichtige, weil das kriegt nicht jedes Land für sich. Natürlich hat man nationale Kompetenzen, aber ein guter europäischer Rahmen ist da äußerst notwendig. Frau Gewessler, die Landwirtschaftsreform, die Reform der europäischen Agrarpolitik ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Da wird noch verhandelt, streitig verhandelt. Ist Ihnen das schon grün genug, was da auf dem Tisch liegt, oder muss noch nachgearbeitet werden? Ich glaube, da kann ich mit Vizepräsident Timmermans sprechen. Ich glaube, da haben wir noch Nacharbeit vor uns. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass auch er sich so klar positioniert auf europäischer Ebene, dass wir eben, das ist das erste große Landmark-Paket eigentlich also mit der Prämisse, wir haben ein 55%-Ziel. Und ja, auch hier müssen wir beweisen, dass wir es ernst meinen. Also ja, da werden wir noch, das wird noch Verhandlungen brauchen, damit das auch in diesen Rahmen passt. Darf ich nur noch eines unterstreichen, was Carol vorher gesagt hat? Wir haben in der Klimapolitik oft das Muster, wenn wir über eine Maßnahme reden, dann kommt es, aber wir müssten eigentlich dort. Und wenn man dann dort ist, aber wir müssten eigentlich das machen. Und was ist mit dem Sektor und was ist mit dem Sektor? Und wir sind einfach, wir haben nicht mehr die Zeit fürs Oder. Das sind lauter und. Also jeder, der jetzt für Klimaschutz, jede, die für Klimaschutz zuständig ist, hat ein riesiges Aufbaupaket gemeinsam zu stemmen mit den Kollegen, Kolleginnen in anderen Ressorts. Aber wir müssen uns um den Schiffsverkehr selbstverständlich genauso kümmern wie um den Güterverkehr, wie um die Individualmobilität, wie um die Gebäude, um die Landwirtschaft, um die Abfallwirtschaft, um die Industrie. Also wir haben, das ist kein Oder mehr. Wir haben eine richtig große Aufgabe mit ganz vielen Uns. Das heißt auch, bei der Erweiterung des Emissionshandels plädieren Sie weiter, beide wahrscheinlich dafür, das so weit wie möglich zu fassen. Die Kommission prüft ja Einbeziehung des Schiffverkehrs, des Straßenverkehrs, aber auch eventuell der Gebäudeemissionen. Soll das da alles rein oder braucht das speziellere Maßnahmen? Frau Dieschburg. Also der Emissionshandel ist ja gemünzt eigentlich jetzt auf die Industrie und die großen Betriebe. Wenn wir jetzt, und das ist ein funktionierendes Instrument, das Problem ist, dass wir wenig Zeit haben. Wenn wir jetzt alle möglichen Sektoren damit reintun und die sektoriellen Politiken, die wir haben und die in Europa auch ausgeprägt schon sind und die wir verbessern müssten, wenn wir die jetzt da alle mit reinpacken würden, bin ich eher kritisch oder zweifle am Erfolg eines zu groß aufgeblähten Emissionshandels. Und ich glaube auch, wenn man jetzt Gebäude mit reinnehmen würde, da haben wir ja doch ziemlich große Unterschiede. Und gerade dort ist der soziale Aspekt, glaube ich, sehr wichtig. Luxemburg baut seit 2017 nur noch effiziente Wohnhäuser. Wir waren da eines der Länder, was in diesem Bereich sehr schnell Gesetzesprojekte auf den Weg gebracht hat. Und von daher glaube ich durchaus, dass es sehr, sehr wichtig ist, in allen Sektoren gerade die klimarelevanten Verordnungen weiterzubringen, also die Direktiven weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Und das gilt sowohl für Transport als auch für den Bereich der Energie oder der Gebäude, wo ich denke, dass es halt schwierig ist, aufgrund des Zeitmangels auch, dass wir haben, jetzt größere Experimente zu machen, weil wir mussten schon sehr viel korrigieren, um von einem sehr ineffizienten Emissionshandel zu etwas zu kommen, was jetzt langsam anzieht, wobei man da immer noch verbessern kann. Ne? Und ich glaube, dass halt in dem Sinne ist für mich, sehe ich eine zu große Aufblähung dieses Instrumentes als nicht sehr zielorientiert. Viel zielorientierter finde ich es halt eben, wenn wir in den anderen Bereichen kluge und zukunftsorientierte Politiken machen, die ambitioniert sind. Frau Gewessler, eine weitere Frage, die wir bekommen haben, bezieht sich auf den CO2-Grenzausgleich und die Frage, in einer Situation, wo die Europäische Union für rund 8% des globalen globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, soll die Europäische Union einen Alleingang wagen in Sachen CO2-Grenzausgleich
oder ist das kontraproduktiv? Wie schafft man eine Bereitschaft im Rest der Welt hier auch eine CO2-Bepreisung einzuführen? Sorry, Österreich hat diesen Vorschlag des CO2-Grenzausgleiches ja von Anfang an unterstützt. Und das ist ein Bereich, wo man einfach ganz klassisch sieht, was es heißt, dass Klimaschutz nicht nur Aufgabe eines Ministeriums ist, sondern Klimaschutz hat auch was mit Handelspolitik zu tun, hat auch damit was zu tun, dass nicht diejenigen in der internationalen Handelswelt den Vorteil haben sollen, die sehr CO2-intensiv produzieren, sondern diejenigen, die klimafreundlich produzieren. Und das heißt, wir brauchen natürlich auch in der Handelspolitik ein anderes Instrumentarium. Und da ist der CO2-Grenzausgleichsmechanismus, glaube ich, ein ganz wichtiges dabei. Ich glaube, es gibt ein paar Prämissen, die wir da sicherstellen müssen, damit das funktioniert. Das muss natürlich WTO und GATT-kompatibel sein, dass das möglich ist, das wissen wir. Ich habe ein langes Gespräch geführt, auch letztes Jahr in Alpbach, mit dem ehemaligen Chef der Welthandelsorganisation, Pascal Lamy, der ganz spannende Ideen auch hat, sozusagen das über Pilotsektoren zu machen, das auch sozusagen kooperativ zu machen, auch vielleicht schrittweise einzuführen, gemeinsam mit Ländern, die bereits auch ein CO2-Preissystem haben, wo es einfach geht, dann sozusagen Preisniveaus anzupassen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man an dieses Projekt herangehen kann. Ich weiß, dass die Kommission gerade sehr intensiv daran arbeitet, auch ja im Rahmen des Fit für 55-Pakets auch einen Vorschlag erarbeiten wird. Und das ist gut und das unterstützen wir. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, sozusagen, es gibt die Emissionen, die wir in Europa verantworten, aber es gibt auch Emissionen, die unser Konsum in anderen Teilen der Welt verantwortet. Und also das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, Europa ist nach wie vor einer der attraktivsten Märkte. Also in Europa Produkte zu verkaufen, nach Europa zu exportieren, das ist auch ein Ziel, das ist auch eine Stärke, die wir in dieser globalen Arbeit zum Klimaschutz auch einsetzen wollen und einsetzen müssen. Und genau da ist auch der Grenzausgleich ein Hebel. Da geht es um Klimagerechtigkeit auch im internationalen Handel. Dass das smart aufgesetzt werden muss und keine triviale Übung ist, ich glaube, da kann der Herr Sellmayr wahrscheinlich viele Details aus den Vorbereitungen berichten, das ist klar. Das würde die Zeit jetzt nicht hergeben, aber ich möchte doch einen Punkt hier in diesem Zusammenhang an Sie beide noch mal richten. In der Tat, die Kommission arbeitet an dem Vorschlag der CO2-Grenzabgabe intensiv und in Abstimmung mit allen Mitgliedstaaten. Jetzt ist natürlich doch eine Situation zu berücksichtigen. Als der Vorschlag oder die Idee entstand, regierte in den USA Donald Trump. Die USA waren aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen. Und jetzt ist das Gott sei Dank wieder umgekehrt worden. Die erste Amtshandlung der Biden-Administration war wieder nach Paris zurückzukehren, auch wenn da jetzt viel aufzuholen ist. Als jetzt der Klimabeauftragte der US-Regierung kürzlich in Brüssel bei der Europäischen Kommission war, war er beim Thema CO2-Grenzausgleichsabgabe nicht ganz so begeistert. Er hat eigentlich eher gesagt, wartet doch noch ein bisschen, wir haben ja jetzt einiges aufzuholen und vielleicht ist das doch nicht das richtige Instrument. Könnte es sein, dass wir das Ganze aufgrund der neuen geopolitischen Situation vielleicht doch etwas nach hinten anstellen am Ende, aufgrund höherwiegender Erwägungen abwarten und vielleicht erstmal darauf warten, dass die USA jetzt aufschließen mit uns? Oder sollten wir an diesem Vorhaben festhalten? Die Kommission arbeitet natürlich weiter, aber die Mitgliedstaaten müssen natürlich tragen. Und da kommen natürlich andere Erwägungen sicher noch hinein. Ich weiß nicht, Frau Dieschburg, was meinen Sie? Sollen wir daran festhalten oder setzen wir damit das gerade verbesserte transatlantische Verhältnis wieder aufs Spiel? Ich weiß nicht, also ich persönlich denke, also Luxemburg hat das auch von Anfang an unterstützt und ich glaube, dass es durchaus ein wichtiges Instrument ist. Deswegen würde ich
wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, würde ich auch dran weiter arbeiten. Ich glaube, dass einfach mit der neuen Biden-Administration und auch gerade mit John Kerry, den wir ja auch noch von früheren Verhandlungen kennen, dass wir ein ganz anderes Zusammenarbeiten wieder kriegen, was auf Dialog setzt und was eben nicht reagiert wie eine vorherige Trump-Regierung. Das heißt, dass man eben klug gucken muss, wie man solche Instrumente macht und die mit den Partnern diskutiert. Wobei man ja nicht dann gleich das Prinzip wieder in Frage stellen sollte und eben nicht weiterarbeiten sollte an progressiven Klimapolitiken. Und das wäre ein Baustein, den wir auch von Anfang an unterstützt haben. Lewisler? Also ich prinzipiell extrem gute Neuigkeiten aus den USA. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiges Signal, dass gerade sozusagen jetzt auch, wo der Fünfjahresmechanismus des Pariser Klimaabkommens einsetzt. Also wunderbar. Ich glaube, auch das aufbauend, was Carol Dieschburg gesagt hat, also ich unbedingt weiterarbeiten, aber glaube ich in der Konzeption sensibel sein. Und ich glaube, das, was sozusagen, was man uns als Kontinent ehrlich und nicht nur glauben muss, sondern was wir auch ehrlich beweisen müssen, ist, dass es nicht darum geht, neue Handelshemmnisse aufzuführen, einen Handelskrieg vom Zaun zu brechen, sondern dass das ein klimapolitisches Instrument ist, das auch ja am Ende die Bemühungen der beiden Administrationen national was zu tun unterstützen kann. Aber das braucht einen Dialog, das braucht ein smartes Setup und wir müssen einfach sozusagen auch wirklich ehrlich und konsistent bleiben. Das ist ein klimapolitisches Instrument und kein Aufziehen von Handelshemmnissen. Energiemix ist ja eine nationale Angelegenheit innerhalb der Europäischen Union nach wie vor, obwohl es eine Koordinierung natürlich gibt. Jetzt gibt es einige Länder innerhalb der Europäischen Union, die CO2-neutral verstärkt auf Atomkraft setzen werden. Leonore Gewessler, wie ist da Ihre Position? Haben Sie Verständnis dafür? Ich glaube, da können Sie uns jetzt beide fragen. Prinzipiell nein, also aus österreichischer, aus Luxemburger, auch aus Sicht vieler anderer Länder, nein, Atomkraft ist kein Weg für den Klimaschutz, ganz klar nicht. Es ist weder CO2-neutral, wenn man es über den Lebenszyklus betrachtet, aber es ist vor allem, und ich finde, das ist das schlagende Argument, schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich. Die Preisentwicklung bei den erneuerbaren Energien ist ungebrochen nach unten. Die Preisentwicklung bei der Atomkraft geht ungebrochen nach oben. Dauert viel zu lang. Es zieht Investitionen ab in den Bereichen, wo wir sie jetzt brauchen, nämlich an einer sauberen, einer sicheren, einer risikolosen Technologie wie der Windenergie, wie der Solarenergie. Aber was sagen Ihre französischen und polnischen gegenüber zu diesen Argumenten? Also der Energiemix auf europäischer Ebene ist nationalstaatlich zu regeln. Deswegen muss ich ihn aber noch nicht gutheißen. Also deswegen muss ich noch nicht sagen, ich finde Atomenergie gut oder neue Erdgasinvestitionen gut. Ja? Also das heißt, es ist, da haben wir alle national eine Verantwortung. Aber es ist gerade die Atomenergie natürlich auch eine Risikotechnologie, die im Falle des Falles grenzüberschreitend wirkt. Also das ist nichts, wo man in Europa neutral sein kann. Und deswegen ist, glaube ich, eine der weiteren großen Fragestellungen, vor der wir jetzt stehen, nämlich in der Frage der grünen Finanzierungsregeln, in der Frage der sogenannten Taxonomie. Also was gilt in Europa als grüne Investition? Das ist jetzt wirklich eine Weichenstellung, in der die Kommission gefragt ist, kohärent zu sein. Ja. Da geht es nicht darum, irgendwem irgendwas zu verbieten, sondern da geht es darum, aus europäischer Sicht klarzustellen, was rechnen wir als Klimaschutzinvestition. Und da gibt es jetzt großen Druck, die Nuklearenergie reinzunehmen. Da gibt es großen Druck, fossile Gasinvestitionen reinzunehmen. Und wenn wir glaubhaft sein wollen im inneren und im globalen Kontext, dann haben beide da drinnen keine Rolle. Frau Dieschburg, vielleicht auch Sie noch zum Thema Nuklearenergie in dieser Klimawandelbestrebung. Für die österreichischen Zuschauer, was für die Österreicher Temelin ist, ist für Luxemburg Cattenom, das ganz direkt an der Grenze ist und natürlich in der Bevölkerung nicht ganz so gut geheißen wird. Wie gehen wir damit um? Sie haben diese Diskussion seit Jahren mit Ihren französischen Nachbarn, jetzt im Rat mit den polnischen Kollegen, die Polen sollen
den Kohleausstieg hinkriegen. Sie sollen eigentlich auch nicht auf Gas setzen. Einige versuchen jetzt zwischenzeitlich als Übergangstechnologie Gas, aber auch Atomkraft wieder einzuschaffen. Was sagen Sie denen in den Verhandlungen, Frau Dischkow? Ja, ich glaube, es ist einfach aufgrund dessen, dass wir eine Klimakrise haben, wo wir schnell und nachhaltig und gute Lösungen finden müssen. Atomenergie ist eben keine, eben gerade aus den Gründen, die auch gerade Leonore Gewessler nochmal gesagt hat. Es ist die teuerste Art und Weise. Es dauert zu lange. Die Zeit haben wir, wenn wir Klimaschutz machen wollen, gar nicht. Und wir haben ein Lock-in von Geld über Jahre und die Risiken bleiben. Es wird niemals risikolos sein. Wir haben absolut keine Ahnung, was wir eigentlich mit dem Abfall wirklich machen. Das ist noch nicht gelöst. Das ist also auch, wenn wir sonst überall Kreislaufwirtschaft sagen, dann sollten wir es auch hier überlegen, was passiert mit dem Abfall. Das heißt, wir haben eigentlich eine Technologie, die nicht ausgereift ist und die soll schnellstmöglich umgesetzt werden. Von daher ist für mich sehr, sehr klar, Atomenergie ist absolut keine Lösung und darum kämpfen wir natürlich auch, weil wenn das als Lösung angesehen würde und mit in die Taxonomie reinkäme oder als Lösung insgesamt in dieser Debatte gelten würde, das wäre wirklich wirtschaftlich total schlecht und es wäre eben auch für Klimaschutz einfach keine Lösung, eine ganz, ganz schlechte Lösung. Und von daher gerade Länder, die jetzt überlegen müssen, wie kriegen wir das denn hin, die Leute mit auf diese Reise? Warum machen wir da nicht wirklich noch verstärkt auf erneuerbare, dezentralisiert, also natürlich große Anlagen, klar, aber eben auch jeder wird der eigene Stromproduzent. Wie kriegen wir denn das sozial so hin, dass wir eben gerade die Probleme der Vergangenheit nicht nochmal wiederholen und nochmal in eine Technologie investieren, die eben immer risikobehaftet sein wird. Und von daher ist es für mich wäre es halt auch sehr wichtig gewesen, ich glaube, das wissen Sie auch, Herr Salmer, dass wir auch Szenarien hätten ohne Atomenergie drin. Und ich meine, Österreich und Luxemburg, wir haben vor einigen Jahren schon mal so eine Pressekonferenz gemacht. Es ist möglich, sogar Frankreich als Atomland hat jetzt eine Studie gemacht, dass sie eben ohne Nuklearenergie das Ganze auch bewerkstelligen könnten. Und von daher wäre es auch eigentlich europäisch gesehen, ich meine, wenn man nach Deutschland guckt, machen sowohl Kohleausstieg als auch Atomausstieg, machen beides. Und das haben ja einige Länder, die auf diesem Wege jetzt sind und die ambitionierte Ziele haben. Und für mich ist das halt essentiell wichtig, dass wir eine wirklich people-centered, so auf Menschen und auf die menschlichen Bedürfnisse und eben nicht wieder die nächsten Probleme vor der Haustür stehen haben. Von daher, gerade wenn man sagt, das Geld ist knapp und wir brauchen jeden einzelnen Cent, um in Effizienz und in Erneuerbare und in Ausbau von klugen Alternativen und Innovationen zu setzen, warum dann weiter Innovationen in einer Branche, die seit Jahren einfach nur nicht liefert und die viel zu langsam ist? Von daher ganz klar für mich, wir sind im permanenten Austausch. Für uns Luxemburg ist es eine Souveränitätsfrage. Wenn in Cattenom ein Unfall wäre, 8 Kilometer vor unserer Grenze, wäre es völlig klar, dass bis hin zu unserer Hauptstadt wir wirklich, ja, das ist eine Souveränitätsfrage. Und von daher sind wir im ständigen Austausch. Es ist völlig klar, Energiemix ist eine Frage der nationalen Staaten. Das respektieren wir total. Aber der Austausch ist enorm wichtig. Und eben gerade dieser grenzüberschreitende Austausch, der macht ja gerade auch sehr, sehr vielen Ländern zu schaffen. Und deswegen arbeiten wir auch konkret daran mit anderen zusammen, dass auch da der Austausch nochmal besser wird, gerade was die Reaktoren betrifft, die jetzt heute schon da sind. Und ganz klar, kein Geld investieren in neue Reaktoren, weil das wäre der völlig falsche Weg. Frau Dischburg, eine kurze Frage. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Bitte um eine kurze Antwort. Im Rahmen des Corona-Wiederaufbaufonds formulieren ja die europäischen Mitgliedstaaten nationale Aufbaupläne. Luxemburg hat seinen nationalen Aufbauplan schon nach Brüssel geschickt. Österreich macht das bis spätestens längstens Ende April. Ende April ist die Frist. Im Rahmen dieses Aufbauplans sollen mindestens 37% der Finanzmittel für Klimaschutzprojekte ausgegeben werden. Wie hoch ist der Prozentsatz, den Luxemburg für Klimaschutzprojekte ausgeben wird? Und was ist der spezielle Fokus? Wir hören Sie nicht. Können Sie das Mikro einschalten?
Okay, wir haben das aufgeteilt in mehrere Bereiche. Einerseits möchten wir natürlich nachhaltigere Gebäude und klare Investitionen in erneuerbare Energien. Dann bauen wir, sind wir auch dabei, Pläne zu machen, eben einen großen Industriestandort umzuwandeln in nachhaltiges Wohnviertel. Das ist auch Teil dieses Paktes. Dann haben wir ganz konkret, hatte ich vorhin schon erwähnt, eben Ausbau der Ladeinfrastruktur, wo wir die Betriebe mit in Richtung Elektromobilität nehmen möchten. Und wir haben auch in so einen ganz neuen Pakt, einen Naturpakt, mit reingepackt in diese Diskussion, weil wir finden, dass die Brücke in Richtung Klima- und Naturschutz, dass das enorm wichtig ist, dass, und die lokale Ebene, dieses Bottom-up. Und von daher sind das, wenn Sie all diese Projekte zusammen, wir haben die aufgegliedert, wären das in Nachhaltigkeit und Klimaschutz, wären das insgesamt, ich glaube, rund 60%, wobei Wohnungsbau natürlich dann mit eingerechnet ist. Der muss aber natürlich nachhaltig werden. Ist mal die Frage, wie zählt man das? Aber wir werden die 37% auf jeden Fall erreichen. Aber es ist halt immer die Frage, wie man das bezählt. Wir haben jetzt mal die Bereiche, die wir als grüne Investitionen, wo wir uns auch klare Kriterien geben wollen, so zusammengefasst. Frau Gewessler, wie sieht es in Österreich aus? Da haben wir noch keinen Plan, da sind noch die letzten Diskussionen, aber Sie sind eine der federführenden Ministerinnen in der österreichischen Regierung, die daran arbeitet. Gibt es da einen großen Aufschlag? Gibt es da was, wo wir uns alle darauf freuen können? Nicht nur in Brüssel, sondern auch bei den österreichischen Bürgerinnen und Bürgern und in den Nachbarländern? Wir arbeiten intensiv am Programm. Wir haben uns vorgenommen, dass wir die 37%, das ist auch, haben wir auch im Ministerrat beschlossen, die 37% nach Kommissionszählung auch deutlich übertreffen. Wir sind noch nicht ganz so weit wie Luxemburg, werden aber natürlich auch zeitgerecht abgeben, klar. Wir haben von uns natürlich jetzt auch den Vorteil, schon ein bisschen schauen zu können, wie war der Austausch mit der Kommission, auch mit anderen Ländern, was waren Rückmeldungen, was waren Anmerkungen, was ist gerade auch der Kommission besonders wichtig in dem Programm. Mir war es wichtig, wir haben schon ein Konjunkturpaket auch auf den Weg gebracht, gerade mit einem deutlichen Klimaschutzschwerpunkt, dass wir im RRF auch wirklich schauen, wo können wir zusätzliche neue Projekte auch gerade aus dem Klimaschutzbereich auf den Weg bringen. Ich meine, die Handlungsfelder sind breit, das Programm wird auch vielfältig, aber ich kann leider jetzt auch heute Ihnen noch keine Details verraten, aber wir werden es zeitnah präsentieren. Martin? Ja? Möchtest du noch was fragen? Ich würde gerne noch was fragen, aber Frau Gewessler kann zum jetzigen Zeitpunkt das noch nicht beantworten. Nein, ich bin eigentlich grundsätzlich zufriedengestellt zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, der Ministerrat in Österreich hat beschlossen, dass mehr als 37% der Mittel für Klimaschutzprojekte eingesetzt werden. Ist das viel mehr? Geht das Richtung 45%, Richtung 50%? Beziehungsweise meine Frage wäre noch, ist das auch mit den Nachbarn irgendwie abgestimmt, damit sich die Projekte ergänzen und nicht widersprechen und damit die Wirkung stärker wird? Also ich glaube, für die Stärke der Wirkung hat ja auch die Kommission schon vorgesorgt, nämlich zweierlei. Einerseits mit der Festlegung, dass ein beträchtlicher Teil der Mittel in den Klimaschutz, in die Nachhaltigkeit, in Bereiche von der nachhaltigen Mobilität bis zur Kreislaufwirtschaft gehen müssen. Aber auf der anderen Seite, und das erwähnen wir, glaube ich, zu wenig oft in der Diskussion, dass sich 100% der Mittel am Kriterium Do No Significant Harm, also keinen Schaden anzurichten, im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele ausrichten müssen. Und allein das sorgt schon dafür, dass wir sehr zielgerichtet nicht nur verstärkt in das Richtige investieren, sondern auch die Mittel nicht dafür nutzen, um sozusagen in Vergangenheit oder in das Falsche zu investieren. Und das, glaube ich, sind ganz wichtige Leitplanken auch, die von der Kommission hier kommen, die auch Kohärenz in den Programmen, glaube ich, sicherstellen werden. Wir waren mit den, als Regierung insgesamt, also insbesondere auch mit Deutschland, gab es einen guten Austausch
Und natürlich, also ganz viele der Projekte werden stärker im europäischen Verbund. Wir haben national einen Auftrag, jeder und jede einzelne von uns. Also ich glaube, das ist auch allen klar. Klimaneutralität 2050 wird es nur geben können, wenn auch alle einzelnen Staaten liefern. Aber sozusagen, wir potenzieren unsere Wirksamkeit auch dadurch, dass wir zusammenarbeiten, sei es im Bereich der erneuerbaren Energien, in der Frage von Mobilitätsinfrastrukturen und ganz vielen anderen Bereichen. Wann wird die Bundesregierung denn das Programm zur Beschlussfassung ins Parlament bringen? Steht das schon fest? Entschuldigung, wird im Ministerrat beschlossen werden und wir werden es auf jeden Fall zeitgerecht beschließen. Zeitgerecht ist eine Definitionsfrage natürlich. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Die Kommission ist also die hat ein Datum festgelegt und wir werden auf jeden Fall vor diesem Datum sein. Also keine Sorge, wird nicht verzögert. Paul, wenn Frau Gewester das sagt, dann solltest du dich darauf verlassen. Das konnte man bisher immer auch tun. Ich hätte noch eine Abschlussfrage an Sie beide mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir gehen Ende des Jahres zur nächsten UN-Klimakonferenz in Glasgow, eine ganz, ganz wichtige, die verschoben werden musste wegen Covid-19. Ich würde Sie beide gerne fragen, was ist der eine Wunsch? Wir sprechen ja hier über Klimapolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit, mit dem Sie nach Glasgow gehen. Was erhoffen Sie sich, was da rauskommt, wenn Sie das mit einem Wunsch bezeichnen können? Der kann auch unrealistisch sein. Was würden Sie sich wünschen, was da die Weltgemeinschaft beschließt? Vielleicht fangen wir mit Frau Dieschburg an und dann Frau Gewester zum Abschluss. Ich glaube, der eine Wunsch, den ich hätte, ist, dass wir wirklich zeigen, dass wir fähig sind, als Weltgemeinschaft den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, das Rulebook, also das Pariser Regelwerk, abzuschließen mit den Märkten und der Transparenz und eben auf der anderen Seite zu zeigen, und das macht Europa im Moment vorbildlich, dass wir das Ambitionslevel hochgehoben haben, dass andere da mitziehen und dass wir konkret Aktionen zeigen, dass wir wirklich Richtung Klimaneutralität spätestens 2050 gehen. Und ich glaube, wir haben da sehr gute Argumente und sollten da auf jeden Fall sehr, sehr stark mit unserer High Ambition Coalition, mit den Partnern, die uns positive Signale senden, dass wirklich von dieser Klimakonferenz eine Hoffnung ausgeht, dass wir eben nicht die Dynamik im Bereich von Klimaschutz verloren haben, sondern jetzt umso mehr die Chance nutzen, aus dieser Krise gestärkt und mit mehr Klimaschutz rauszukommen. Frau Gewessler? Kann ich nahtlos anschließen. Wenn man sich Klimaschutz ist eine riesige Aufgabe, ist eine globale Aufgabe. Aber wenn wir uns anschauen, was global gerade passiert, die USA zurück im Abkommen, China 2060 klimaneutral, Südkorea, viele andere Länder, die jetzt nachliefern und sagen, ja, okay, wir bessern nach. Sind wir deswegen schon längst auf Zielkurs? Nein, sind wir nicht. Aber es ist Dynamik im Prozess. Und wir waren gestern beide eben in der High Ambition Coalition, also ein Zusammenschluss der Länder, die wirklich darauf drängen, dass wir hier auch global gesehen die Ambition hochhalten. Und also der Wunsch, diese Dynamik jetzt zu übersetzen, die offenen Enden zum Abschluss zu bringen und der Welt zu beweisen und zu zeigen, nicht nur, ja, wir meinen es ernst, sondern wir tun es auch, wir können es, wir trauen uns. Also das wär wirklich ein wichtiges Signal der Hoffnung und des Aufbruchs, gerade in Zeiten wie jetzt, das von Glasgow ausgehen kann und ich hoffe ausgehen wird. Ich weiß, die britische designierte Präsidentschaft arbeitet hart dran und wir, auf jeden Fall wir beide, aber ich glaube in einer Gruppe von Ländern, die das sehr intensiv auch mitbetreiben, unterstützen, wo es geht, damit uns das gelingen kann. Also die Erwartungen sind hoch, die Ambition ist auch hoch und wir hoffen, dass aus der Ambition auch Realität wird. Das Thema ist extrem vielfältig und vielschichtig und es bewegt sich was und das ist, glaube ich, gut. Und ich habe das Gefühl, wir werden nicht zum letzten Mal über dieses Thema diskutieren. Das wird eher etwas, was wir noch intensiver, wesentlich intensiver machen müssen, als wir das schon in der Vergangenheit gemacht haben, um hier einfach auch einen öffentlichen Druck aufzubauen, damit die politischen Weichenstellungen auch richtig gelegt werden. Ja, ich glaube, wir haben heute gesehen, anhand der beiden Ministerinnen, dass es eine High Ambition Koalition zwischen Wien, Luxemburg und ich würde sagen auch Brüssel gibt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Alleine